bin Lukas Taido, bin Musiker, Komponist, Medienkünstler aus Berlin und habe hier heute Abend die Musik beigetragen, die Musik komponiert, auch für den Chor die Musik komponiert, die Texte eingearbeitet. Philipp hat das Grundkonzept entwickelt von Wir Weilheim, diesen Gedanken, dass eben nach der Pandemie, dieser Vereinzelung, überall sind die Leute in ihren Wohnungen, jetzt alle wieder zusammenkommen. Singen war verboten, dies war verboten, dies war verboten. Und jeder hat sich zurückgezogen. Und deswegen habe ich auch versucht, auf verschiedene Fassaden auch das zu integrieren, dann die Gesichter zu projizieren und so auch diesen Spirit von Weilheim über das Individuum dann auf die Gemeinschaft zu auszuweiten. So, jetzt raustreten bitte. Alle an die Fenster treten, auch unten bitte rauskommen. Aus der Fassade singt dann der Weilheimer Chorkreis. Alleine die Präsenz von Gesichtern, von Persönlichkeiten gibt natürlich dann auch nochmal so eine unglaubliche weiterführende Form. Also es ist natürlich eine auf verschiedenen Ebenen entwickelte Installation. Es gibt eine audiovisuelle, komplett gesynkte Installation. Da ist ein komplettes Zusammenspiel, was eins zu eins aufeinander abgestimmt ist. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Bereicherung, wenn man wirklich dieses Hin und Her hat und da in diese Themen reingehen kann. Das ist natürlich auch eine sehr ortsspezifische Installation, wie eigentlich immer, wenn wir zusammenarbeiten. Und dann habe ich eben im Zuge dessen auch angefangen zu recherchieren. Und dann kam eben noch diese Person des Willi Schmidt und seiner Texte hinzu. Willi Schmidt, geborener Weilheimer, 1893 oder 96 war das. War eben ein sehr angesehener Musikkritiker damals, auch Lyriker, Poet und arbeitete für eine sehr angesehene Münchner Zeitung dann auch. Willi Schmidt wurde am 30. Juni 1934 aufgrund einer Verwechslung von den Nationalsozialisten verhaftet und 4 Stunden später erschossen. Ohne dass überhaupt die Möglichkeit bestand, dass er sich erklärt oder verteidigt oder man eben darauf kommen könnte, dass es noch einen anderen Schmidt gab, der bei derselben Zeitung arbeitete. Und aus dieser Perspektive, diesen Brief zu lesen, ich habe mir dann eben über ein Antiquariat, also ein Buch besorgt, es gab dann posthum eine Veröffentlichung und lese diesen letzten Brief, das ist so prophetisch und er konnte es nicht ahnen. Er schreibt 4 Tage, bevor er abgeholt wird, diesen Text, der sich damit beschäftigt, wie vergänglich das Leben ist, wie kurz es ist, wie sehr man versuchen sollte, sein Glück zu finden in der Zeit, die man hat. 26. Juni 1934, abends 10 Uhr. Es ist ja undenkbar, dass wir uns wieder nicht sehen in diesem Sommer. Und das Leben rinnt, es rieselt und rauscht davon, Stunde um Stunde, Nacht um Nacht, Jahreszeit um Jahreszeit. Die Bäume sind wieder grün und rauschen, die Erdbeeren sind verzehrt und schon reifen die Birnen. Sag nicht, es sei feig oder lebensgierig, es ist einfach der Drang nach ein paar Stunden Glück, mehr oder weniger. Das war natürlich ein wahnsinnig tragischer, tiefer Moment in der Installation, der neben dem Chor vom Chorkreis Weilheim natürlich nochmal eine ganz weite neue Ebene aufmacht. Und winkt